Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Das letzte Mal haben wir hier das Black Sapphire infiltriert und gemeinsam mit Solomon Reed sind wir hier auf die Party von Kurt Hansen geschlichen, wo wir uns beim letzten Mal auch schon ein bisschen umgeschaut haben. Das heißt, jetzt können wir einmal mit Reed sprechen und schauen, dass wir Songbird hier irgendwie rausholen. Er hat sicher einen Plan für uns. Was jetzt? Ich weiß auch nicht mehr als du. Wir sollten herkommen. Entweder trifft sie uns, oder sie hat was für uns versteckt. Und du? Was machst du? Ich misch mich mal in die Menge. Vielleicht sehe ich sie ja. Gute Idee. Zu meiner Rechten, in der Nische hinter der Treppe. Der Typ in Uniform, der aussieht, als käme er direkt vom Schießstand. Ihm gehört das Black Sapphire, Mr. Dogtown höchstpersönlich. Kurt Hansen. Und offenbar gut Freund mit dem NCPD-Commissioner. In seinen Durchsagen wettert er über die Polizei. Aber das ist nur Show. Hinter verschlossenen Türen steigt er nur zu gern mit den NCPD-Oberbullen ins Bett. Halt dich fern von ihm. Keine Konfrontation. Aber bleib sichtbar, damit Songbird auch die Chance hat, uns zu finden. Ich hol mir einen Drink und seh mich um. Bleib dran. Alles klar. Pass auf, dass du niemanden bedrängst. Möchten Sie etwas trinken? Also tu so, als hättest du Spaß. Gin Tonic, bitte. Sag mal, ich suche nach einer Freundin, die mich hier treffen wollte. Okay. Hat deine Freundin einen Namen? Song So-mi. Koreanerin. Um die 30. Hab sie vielleicht gesehen. Auf diesem Stock. War sie allein? Nein, Colonel Hansen war bei ihr, glaube ich. Aber der redet gerade mit irgendwelchen anderen Leuten, nicht mit ihr. Ja, ich sehe ihn. Genehmige dir nachher einen auf mich. Danke. Das mache ich doch gern. Dann teilen wir uns mal auf und schauen uns hier nochmal um. Hansen wird uns bestimmt stundenlang hinhalten oder es versuchen. Glaubt, er kann uns mit allem. Folgendes: Entweder bekommen wir eine Kaufbestätigung. Kein Zugang zur Bühne. Bitte Abstand halten. Okay, okay. Da wollten wir sowieso nicht hoch. Ach, dann holen wir uns auch noch einen Drink. Was soll der Geiz? Ihr Glas ist leer. Ja? Aber du hast es doch gerade befüllt. Vielen Dank. Den Trick muss er mir mal zeigen. Ist das nicht die eine aus dem Trailer von Cyberpunk Phantom Liberty? Bist du nicht Songbird? Macht einfach, was sie will. Ist mir egal. Wenn sie ein Schuppengesicht will, okay. Gönnt ihr dabei auch ein paar scharfe weiße Zähne. Wisst ihr, was die gesagt haben? Exotik ist schon seit 3 Jahrzehnten out. Heute wollen alle... Und in dem Moment bin ich durchgedreht. Ich rede mir für Mordsummen den Mund fusselig und dieser Quackripper will meiner Tochter Modetrends erklären. Am Ende hat er mir... Guck mal hoch auf den Zwischenstock. Mein Geld von Songbird? Muss wie ein Mensch aussehen. Wenn sie noch mehr Mords will, bezahlt sie die schön selbst.
Oh, ist sie das? Wie? Gut, dass du hier bist. Wow. Du wirkst überrascht. Liegt's an der Frisur? So viel Chrom. Über den Relic siehst du ganz anders aus. Ja, so sah ich früher aus. Als ich noch nicht... Weißt du, die Black Wall... Es ist schwer zu erklären. Jede Verbindung hat ihren Preis. Es ist so schön, dich zu sehen, Vi. Wüsste nicht, was ich ohne dich machen soll. Du hast mir ja keine große Wahl gelassen. Hast gesagt, ich soll kommen und bist verschwunden. Der, Runner, dein Freund, der uns letztes Mal verbunden hat. Ich habe ihn umgebracht, oder? Die Blackwall hat's leider getötet, nicht du. Du kannst von Glück reden, dass du noch lebst. Ich hatte keine Zeit, alles zu erklären. Soul, ich habe so viele Fehler gemacht. Ist schon gut, Song. Nicht deine Schuld, sondern voll und ganz unsere. Eure? Meyers und meine. Ich weiß, wozu sie dich gedrängt, gezwungen hat. Und ich war nicht da, um sie aufzuhalten. Wir reden später weiter. Zuerst holen wir dich hier raus. Das ist nicht möglich. Doch, ist es. Wir können hier raus. Das meine ich nicht. Ich sterbe so. Wie? Hansen hat das Gegenmittel. Wenn wir abhauen, sterben wir beide. Der Relic bringt Wie um. Die Blackwall, mich. Ich kann nicht weg. Wir stecken in derselben Scheiße. Warum hast du nichts gesagt? Hatte nicht die Zeit. Aber hör zu. Ich brauche Hilfe. Eure Hilfe. Hansen besitzt irgendeine Tech aus einem Bunker in Dogtown. Tech, die mich und Wie heilen kann. Wir müssen sie klauen. Aber das geht nur, wenn ich hier bleibe. Die Gefangene spiele. Sumi, scheiße. Wir warten auf unsere Chance und schlagen zu. Ich bleibe hier und melde mich, wenn die Zeit reif ist. Sobald ich die Tech habe, hau ich ab. Mit dir ist es nie einfach, oder? Ah, Sumi. Willst du mir deine Freunde nicht vorstellen? Es kommt nicht oft vor, dass ich die Gäste auf meiner eigenen Party nicht kenne. Und ich vergesse nie ein Gesicht. Kurt Hansen. Ich bin Vi. Einfach Vi. Hab's nie ewig nicht gesehen. Wir reden über früher. Ah, so ist das also. Für mich gehen Wiedersehen oft mit gebrochenen Herzen einher. Oder Zähnen. So oder so. Beides sehr schmerzhaft. Nun gut, ich muss dich entführen, meine Liebe. Dich wollen ein paar NC-Politiker kennenlernen. Und wenn wir möchten, dass die hungrigen Ratten aus Dogtown wegbleiben, müssen wir sie gelegentlich füttern. Ich gehöre ganz dir, Kurt. Bis gleich, Vi. Ha, es hat geklappt. Unser Link hat sich wieder aufgebaut, als ich dich berührt habe. Interessant. Ich muss das verarbeiten. Ich brauche einen Drink. Ich bin unten. Pass auf, Lee. Ich werde dir alles erklären. Was soll das, Song? Ich kenne nicht viele Gefangene, die im Cocktailkleidchen auf Partys abhängen. Und dann der übertrieben freundliche Umgangston mit einem Kidnapper? Das ist Tarnung, Vi. Ich tue, was ich muss, um zu überleben. Und um zu kriegen, was ich will.
Hansons Angeberei ist ein kleiner Preis. Wie ich... Ich kann jetzt nicht alles bis ins Detail erklären. Aber ich brauche wirklich deine Hilfe. Alles, was ich will, ist unsere Heilung. Das wollte ich die ganze Zeit. Das gefällt mir so ganz und gar nicht. Mir auch nicht. Glaub mir. Ganz ehrlich, es sieht für uns alle drei beschissen aus. Das Heilmittel. Wie kommen wir ran? Wir brauchen die Neuralmatrix. Geheimtech, die KIs von hinter der Blackwall benutzt. Die Matrix liegt auf einem Mainframe, den Hansen im Bunker gefunden hat. Der Mainframe ist gesichert. Und Hansen hat keinen Zugriff. Was genau ist eine Neuralmatrix? Kurz gesagt, ein Speicher für eine KI, die in bestimmten Bedingungsgrenzen gefangen ist. Wenn die KI ausgelöst wird, führt sie aus, was diese Bedingungen vorschreiben. Genauer kann ich das jetzt nicht erklären. Keine Zeit. Warte, wozu die Eile? Ich rede zwar mit dir, aber ich bin immer noch bei Hansen. Ich muss die gefügige Gefangene spielen, sonst verdächtigt er mich sofort. Raus damit. Gibt's einen Plan? Hansen braucht mich und zwei Runner, die früher mit der Tech gearbeitet haben. Sie haben Zugriffscodes, die sie ihm verkaufen würden. Normaler Schwarzmarktkram halt. Sie sorgen für den Zugriff und ich weiß, wie wir Matrix und Daten aus dem Mainframe ziehen. Wir sollen zusammenarbeiten. Das ist unsere Chance. Du klaust die Zugriffscodes und lässt die Runner verschwinden. Dann gebt ihr euch als die beiden aus und trefft Hansen. Bei der Gelegenheit schnappen wir ihm die Matrix unter der Nase weg. Wie soll das gehen? Wie sollen wir uns als die Runner ausgeben? Tech für Persönlichkeitsdiebstahl. Alex und Reed kennen sich gut damit aus. Sie werden es dir erklären. Dass uns ausgerechnet die beiden helfen, hätte ich nie gedacht. Dieser Job, diese ganze Sache mit Hansen, das passt doch alles vorne und hinten nicht. Du verschweigst mir irgendwas. Ich kann dir jetzt nicht alle Details geben, wie. Bitte, wir brauchen die Matrix. Konzentrier dich auf die Runner. Die sind hier, unten. Rothaarige Zwillinge, beide mit mehr Eis als in der Antarktis. Deine Kiroshi-Scans werden durchdrehen. Du willst mich loswerden? Das Champagnerglas da drüben. Dort warten Infos auf dich. Bring sie Reed. Die braucht ihr später. Ich muss jetzt los, Vieh. Ich zähle auf dich. Songbird? Und weg ist sie. Einfach bezaubernd. Ich weiß nicht, Songbird hat auch nicht verneint, dass sie irgendwas verschweigt. Das ist irgendwie... Die könnte uns auch einfach an der Nase rumführen. So wie Solomon Reed letzten Endes auch. Nutzen wir mal die Ablenkung. Guck mal. Dein neuer Freund hat besondere Bedürfnisse. Er versucht, seine Sorgen zu ertränken. Das dürfte dir doch bekannt vorkommen, Johnny, oder nicht? Ich habe über den Relic mit Songbird gesprochen. Das geht wieder. Mhm. Alles okay, Reed? Ja, muss das nur kurz verarbeiten. So bin ich gestrickt. Nach Widrigkeiten muss ich erst mal kurz in mich gehen. Ist was dabei rausgekommen? Ja, wir wissen jetzt, wer Myers erledigen wollte. An wen denkst du?
Weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehe Zufälle als Muster, als Strukturen, die es zu erkennen gilt. Was meinst du damit? SF-1 stürzt ab. Nicht irgendwo, sondern in diesem Bezirk. Beherrscht von jemandem, der angeblich eine mysteriöse Tech in einem Geheimbunker gefunden hat. Der Absturz war ein Insider-Job. Das haben wir von Anfang an geahnt. Jetzt steht es fest. Und wir wissen, Songbird steckt dahinter. Und das hast du nach nur einem Drink rausgefunden? Oben auf dem Zwischenstock hat sich das Puzzle zusammengefügt. Somi meinte, sie stirbt. Daraus lässt sich einiges ableiten. Sie hat garantiert eine Abmachung mit Hansen getroffen, bevor das alles passierte. Das Leben der Präsidentin für diese Tech. Die Präsidentin an einen Waffenhändler verkauft? Krass. Wenn's stimmt. Myers hat Somi dazu gedrängt, Grenzen zu überschreiten, bis es ihr zu viel wurde. Ich weiß nicht. Song hat mich angeheuert, um Myers aus dem Wrack zu holen. Ich glaube nicht, dass sie wollte, dass Myers stirbt oder Hansen sie kriegt. So einfach ist es nie wie. Ich denke, Somi spielt beide Seiten gegeneinander aus. Sie hat Abmachungen mit Hansen und mit dir. Sie hat Hansen, wo sie ihn haben will. Dann kommst du. Sie bittet dich, über den Relic die Präsidentin zu retten. Das ist ihr Alibi. Du brauchst das Heilmittel so dringend wie sie. Also hilfst du ihr auch, wenn der Plan schief geht. Und jetzt sind wir hier. Ja, und wir eilen Songbird zur Hilfe. Mehrere Schritte vorauszuplanen war schon immer ihr Ding. Aber das Urteilsvermögen ist ihre Achillesferse. Als Schachmeisterin wäre sie bestimmt berühmt für glanzvolle Spielzüge und wunderschöne Niederlagen. Mann, ich weiß nicht, was ich glauben soll. Das wundert mich nicht. Aber ich kenne Somi gut genug, um zu wissen, dass sie immer fair bleibt. Na gut. Deine verehrte Ballkönigin, die du retten willst, ist also eine Verräterin. Und jetzt? Was hast du jetzt vor? Nein, wie? Verrat ist nicht immer schwarz-weiß. Mich wollten die auch schon umbringen. Was, wenn wir alle verraten wurden? Das Wichtigste ist, dass ich sie aus dieser beschissenen Lage raushole. Dann sehen wir weiter. Ich verstehe dich nicht, Reed. Du willst gleichzeitig der FIA und Songbird helfen? Das kann nicht gut gehen. Meinst du, das weiß ich nicht? Ich brauche mehr Informationen, bevor ich mich entscheiden kann, wie es weitergeht. So bin ich halt. Okay. Zurück zum Thema. Was müssen wir tun, um sie zu retten? Um an die Tech zu kommen, die Songbird und ich brauchen, sollen wir Hansen treffen. Das muss vorbereitet werden. Wir sollen uns nämlich als zwei Runner ausgeben. Dafür müssen wir deren Identitäten klauen, was auch immer das heißt. Persönlichkeitsdiebstahl. Erinnert mich an eine Mission in Kolumbien. Wer sind die zwei und wo finden wir sie? Wie machen wir das? Wie klaut man denn jemandem seine Persönlichkeit? Metanthropischer FIA-Tech. Alexand Zugriff. Du warst dabei, als sie es eingesetzt hat. Man sieht aus, klingt und verhält sich wie die imitierte Person. Dafür müssen wir unsere Ziele scannen. Song hat mir diesen Splitter gegeben. Die Netrunner sind Bruder und Schwester. Rothaarige Zwillinge. Amüsieren sich hier irgendwo. Okay, wir müssen Datenproben für bestimmtes Verhalten sammeln. Wir suchen die beiden, reden und scannen sie dabei. Alles klar. Glaube ich. Fangen wir gleich an? Da drüben. Wow. Das ging ja richtig schnell, Reed. Sind mir schon vorhin aufgefallen. Sie stechen sogar hier in diesem Gemenge hervor. Roulette für die Zwillinge.
Alex? Verstanden? Alles klar. Ich bereite die Tech für den Scan vor. Du kennst dich noch nicht aus, aber keine Sorge. Wir machen das zusammen. Jeder von uns scannt einen Zwilling. Alex leitet uns. Wie? Ich übertrage dir Geld aus dem Missionsbudget. Besorg dir Jetons und spiel mit. Aber verzock nicht alles in der ersten Runde. Wir gehen getrennt hin. Und wir kennen uns nicht. Dann mal los. Roulette ist eine Goldmine dafür. Glücksspiele bringen Freude und Enttäuschung. Ungezügelte Emotionen. Perfekt für den Scan. Guten Abend. Ich will Jetons kaufen. Natürlich. Viel Glück beim Spielen. Nehmen wir gleich alle mit. Wie noch was? Du bist nicht hier, um Spaß zu haben. Einfache Wetten, rot oder schwarz. Kein Double Street oder so eine Scheiße. Verstanden? Verstanden. Wir brauchen verschiedene Emotionen, also provozier sie ruhig. Aber subtil, sonst schlägt der Scan fehl. Spielst du mit? Schwarz. Setzen Sie, bitte. Kann ich setzen? Bitte sehr. Schwarz soll es sein. Entspann dich. Gib ihnen Drink aus. Ich komm gleich. Alle Wetten sind gesetzt. Willst du dich nicht vorstellen? Wie? Und du? Aurore Cassel. Der Langweiler ist mein Bruder Emmerich. Wie läuft's? Habt ihr Glück? Wir haben erst angefangen. Was wollt ihr trinken? Ich lade euch ein. Ich nehme Bourbon. Leider trinkt mon frère nicht. Du hast die Dame gehört. Und Real Water für den Herrn. Was darf es für Sie sein? Ich nehme das gleiche wie die Dame. Bourbon, natürlich. Ihre Drinks kommen gleich. Eins, ungerade, rot. Merde. Setzen Sie. Bitte. Letzte Chance. Na los, na los. Schwarz. Wie? Ich erreiche Reed nicht. Keine Ahnung, wo er ist. Schände Zeit, okay? Ich dachte mir gerade, du musst auch Dreck unter den Fingernägeln haben, wie alle diese Arschlöcher hier. Oder bist du etwa ein Tourist? Kein eigenes Leben, guckst bloß zu und geilst dich an anderen auf? Die provoziert gern. Naja, ich bin jedenfalls kein unbeschriebenes Blatt. Ich mag Leute, die damit angeben. Acht, gerade, schwarz. Oh ja! Scheiße, ey! Mir reicht's! Setzen Sie, bitte! Ich habe das Gefühl, ich hätte euch unterbrochen, als ich dazu kam. Mach dir darüber keine Gedanken. Och, na komm, wie ist doch bloß freundlich. Nespa, wie? Du schnüffelst ihr doch nicht rum, hm? 24, gerade, schwarz. Wie? Immer noch kein Zeichen von Reed. Das ist gar nicht gut. Setzen Sie, bitte. Die 8 ist meine Lieblingszahl. Also nehme ich die 8. Okay, stimmt. Du durchschaust mich. Aber zu meiner Verteidigung, ihr stecht sogar hier aus der Menge heraus. Ist dem so? Fremde zu belauschen kann gefährlich sein. Manchmal irrt man mehr, als gut für einen ist. Hör mal, Reed ist verschwunden. Wir können nicht warten. Du musst beide Scans allein machen. Ehrlich?
Wir haben uns nur über Politik unterhalten. Über unseren Gastgeber, Monsieur Kurt Hansen. Er verkauft große Waffen für großes Geld. Aber hier trifft man Promis, Politiker, den Polizeipräsidenten. Also dachte ich, vielleicht würde es Hansen als seriösem Geschäftsmann besser gehen. Tu penses pas? Ich denke schon. Mon chéfrère nicht. 28. Gerade. Schwarz. Tja, ist wohl nicht mein Glückstag. Setzen Sie, bitte. Wer ist Kurt Hansen wirklich? Eine wichtige Frage. Sei bei den beiden vorsichtig, wie? Er wird ganz bestimmt kein gesetzesteuer, steuerpflichtiger Bürger von NC. Seine Schmiergelder an Behörden, sind das keine Steuern? Kein Schussgeld? Geschäftskosten. Dogtown gedeiht nur dank Night City. Hansen braucht es. Den Profit zu diversifizieren, wäre nur vernünftig. Ich habe ein kleines Unternehmen in Paris. Mein Vertreter übernimmt Anrufe und Meetings und lenkt wunderbar ab. Wofür sollte er das brauchen? Hansen? Weil Waffenlieferungen an Bananenrepubliken kein stabiles Geschäftsmodell sind. 33. Ungerade. Schwarz. Na, es läuft doch für uns. Setzen Sie, bitte. Tu ne serais pas en train de devenir trop pote avec lui? T'es pas ton jaloux, petit frère. C'est pas comme si on allait baiser, lui et moi. Charmante kleine Show, die ihr hier abzieht. Siehst du, Emmerich? Wir sind charmant. Ich meine, Hansen könnte die Junkies aus Dogtown werfen und es zu einem Paradies für Milliardäre machen. Reichtum allein ist langweilig. Man kann in die Gesellschaft investieren, Jobs schaffen, Partys schmeißen. Sie wird redselig. Gute Arbeit, wie? Und Wohltätigkeitsorganisationen sind perfekt für Geldwäsche. Glaub mir. 29. Ungerade. Schwarz. Setzen Sie, bitte. Du bist so kindisch, wie amüsant. Was? Hansen und harmlose Geschäfte. Nie im Leben. Reed antwortet immer noch nicht. Aber mach weiter. Jetzt den anderen Zwilling. Dem Typen gehört Dogtown praktisch. Ein gutes Werkzeug. Und wer wäre Hansen dann? Le Maire? Ich bitte dich. Er beherrscht sein Metier perfekt. Ein Berufskrimineller. Gestern Soldat, heute Waffenhändler, morgen Immobilienhai. Warum nicht? Er ist schon Geschäftsmann. Und auf die Legalität zu setzen, ist sehr viel Arbeit nur für einen Imagewechsel. Der kleine Wurm kommt rausgekrochen. 14. Gerade. Rot. Et bah voilà, c'est comme ça qu'on fait. Setzen Sie, bitte. Du hast keinen Respekt für ehrliche, aufrichtige Leute, oder? Ich muss dir sagen, wie. Mir wäre es gleich, ob ich Waffen oder Immobilien verkaufe. Aber jahrelang daran zu arbeiten, wie Menschen mich sehen, mich bezeichnen, in den Augen anderer als anständig zu gelten, das ist mir scheißegal. 3. Ungerade. Rot. Mist. Ich hätte auf Rot setzen sollen. Setzen Sie, bitte. Mach weiter so. Hab's gleich. Jetzt brauche ich was emotional Starkes. Lachen oder weinen, egal. Geben Sie Ihre Wetten ab. Steht ihr auf Risiko? Oh, mon vieux, t'as pas d'idée. Lass uns das Spiel etwas spannender machen. Okay, ich höre. Oh ja, ich bin auch neugierig. Wie wär's, wenn wir alles setzen? Unser ganzes Geld. Und wir wetten auf unterschiedliche Farben. Nur einer gewinnt, der andere verliert alles. Ganz genau so. Moment.
Du kommst an den Tisch, besorgst Drinks, redest und redest und jetzt setzt du alles? Das ist beunruhigend. Erzähl du uns doch mal etwas über dich? Vorsichtig. Ich heiße V. Ich bin oft im Afterlife. Mach damit, was du willst. Bist du jetzt glücklich? Wähle du zuerst. Ich nehme schwarz. Und wir rot, wie unsere Haare, wie passend. Alle, 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 alle! Acht, gerade, schwarz. Verdammte Merde! Lasst uns kurz allein, bitte. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, dass dein Freund Reed bei der FIA ist. Also nehme ich mal an, du bist auch Agent. Außerdem vermute ich, ihr zwei wollt die Präsidentin retten und sie sicher aus Dogtown schmuggeln. Ich sollte euch in Einzelteilen nach Night City zurückschaffen lassen. Willst du mir Angst machen? Weiß nicht. Hast du Angst? Warum denn? Wir unterhalten uns doch bloß, oder etwa nicht? Du wirst uns nicht umbringen. Liege ich da richtig? Ehrlich gesagt habe ich die Nase voll von diesem Medienzirkus. All die Anschuldigungen, die idiotische Propaganda. Zum Glück können wir das jetzt hinter uns lassen. Nicht wahr? Und was jetzt? Entführst du mich? Etwas Folter? Ich lasse dich und Reed von hier abziehen. Und zwar völlig unversehrt und in einem Stück. Ich bin heute mal in diplomatischer Stimmung. Euer kleines Vögelchen kam aus freien Stücken zu mir. Sie war es leid, im Auftrag der Präsidentin internationale Gesetze zu brechen. Sie wollte raus? Die Black Wall durchdringen? Das Net und so die gesamte Menschheit zu gefährden, nur zur persönlichen Bereicherung? Was würde Netwatch dazu sagen? Richtet das Präsidentin Myers aus. Und dass ihre Massenvernichtungswaffe jetzt mir gehört. Sie soll sich aus meinem Revier raushalten. Sonst erfährt die Welt von ihren Spielchen. Ich muss mich um einige Dinge kümmern. Du findest Mr. Reed unten. Okay, V. Wir haben alles. Scheiße, so ein Arschloch. Hast du das gehört? Ja, hab ich. Gefällt mir auch kein bisschen. Der Drecksack meinte gerade, ich finde Reed unten. Hab's gehört. Der Tonfall gefiel mir nicht. Boah, das spitzt sich hier zu. Zeit abzuhauen, wie? Wird sonst zu riskant. Oh, wir haben sogar Gewinn gemacht. Geh zum Aufzug und fahr runter. Wir müssen rausfinden, was mit Zoll ist. Du musst was essen, Lizzie. Kein Aber. Du kannst nicht ewig von Luft und Musik leben. Lass gut sein, Abi. Ich bin wie ein Feuerwerk, wenn mein Magen leer ist. Das weißt du. Und die Nacht ist noch jung. Ich will nur nicht, dass du umkippst. Sag mir lieber, wohin wir danach gehen. Okay, mit dem AV zur Insel, dann ins Flugzeug und über den Pazifik raus. Über den Pazifik? Geht das nicht etwas genauer, Abi? Auf eine Privatjacht mit Landeplatz, mit eigenem Tracking-System. Wir fliegen also auf Autopilot. Oh, Abenteuer. Großartig. Das klingt super aufregend. Oh, natürlich ist Lizzie auch hier. Oh, hi, Lizzie. Wie? Was machst du denn hier? Das könnte ich dich genauso gut fragen. Ja, viel
vielleicht wirklich etwas fehl am Platz, aber ich komme viel rum. Und Dogtown, naja, das ist immer so belebend. Zum Glück habe ich den guten Abi hier, meinen neuen Bodyguard. Der beste, den ich je hatte. Bisschen übervorsichtig vielleicht. Freut mich, Abi. Nova Kopfschmuck, Lizzie. Oh, gefällt er dir? Hier, kannst du haben. Dein Ernst? Klar, ich hab genug davon. Du siehst damit aus, als wärst du Teil von Team Leswis. Hilf dir bestimmt weiter. Also nimm ihn ruhig. Mhm. Dankeschön. Wow. Danke, Lizzie. Wie sieht's aus? Hast du schon ein neues Album in Arbeit? Sowas in der Art. Aber im Moment stehe ich eher auf Galaxien, Nebel und Meeresschildkröten. Aha. Soll heißen? Wie? Damit weißt du schon mehr als mein Label. Nur Geduld. Du wirst schon sehen. Du siehst aus, als wärst du auf dem Sprung. Ja, wir machen uns bald aus dem Staub. Aber es geht von einer Party zur nächsten. Ein Schum aus Lagos feiert auf seiner Yacht. Freunde, Feuerwerk, Tauchen, eine private Fashion-Show. Ich würde dich ja gern mitnehmen, aber mal unter uns. Der Besitzer der Yacht ist ein echter Griesgram. Er mag keine neuen Gesichter, wenn du verstehst. Außerdem gibt's bei ihm immer Drama. Das erspare ich dir lieber. Oh, wie nett. Danke. Na dann, viel Spaß noch auf der Afterparty. Möchten Sie etwas trinken? Nein, danke, wir müssen weiter. Das sieht ja toll aus. Gehörst du zu den Tänzern? Also, Alaska. Was kommt als nächstes? Bringst du all das Zeug wieder auf den Markt? Oder hast du schon einen Käufer? Die Schützenpanzer kann irgendein Kleinstaat haben. Ich finde, es wird Zeit für ein Upgrade. Den Rest kann ich noch gebrauchen. Ich habe da eine perfekte Gegend im Auge. Hm. Irgendwo in unserer Nähe? Im schönen, exotischen Myanmar. Politisch gesehen ist das Land ein Desaster. Aber die Edelsteinvorkommen, Rubine, Jade, Saphire, da kommt man ins Schwärmen. Wir brennen ein paar Dörfer nieder, murksen ein paar Anführer ab und stecken ihre Köpfe auf Pfähle. Zeigen, wer das Sagen hat. Darauf trinke ich. Mhm. Schön, da haben wir doch noch was gefunden. Macht er mehr Schaden als unser aktiver Revolver? Gut, dass wir uns umgeschaut haben. Also selbst bei einem virtuellen Wasserfall gibt es Loot dahinter. Ihre Einladung bitte, die Dame. Sicher. Alles in Ordnung? Keine Sorge, das ist alles Routine. Einen wunderschönen Abend. Ist irgendwas los? Überprüfen wir gerade. Ist dir was Ungewöhnliches aufgefallen? Also... bei der Wäscherei war jemand, glaub ich. Vorhin schon. Na, no, das Komm waren mit. Wir. Zeig mir wo. Schnell weg. Mir geht nicht aus dem Kopf, was der Sack gesagt hat. Songbird ist eine wandelnde Atombombe. Und Hansen hält sie an der kurzen Leine. Er kann sie einsetzen, wann und wie er will. Hör zu, wie. Wir müssen sie hier rausholen. Für das Wohl aller. Der Kerl weiß über Meyers Sünden Bescheid. Kommt bestimmt nicht so weit. Aber wenn die Leute erfahren, dass die NUSA-Präsidentin internationale Gesetze zur Cyberspace-Nutzung gebrochen hat... sind die NUSA im Arsch. Entweder hält Meyers den Kopf hin und lässt sich mit der Sache begraben. Oder sie widersetzt sich und löst den nächsten Krieg aus. Scheiße. Oh, Mann, wäre auch zu schön, wenn eine Mission einmal nach Plan laufen würde. Ich habe ein mieses Gefühl dabei. Ein sehr mieses.
Du und dein Schum hier solltet euch jetzt lieber beide verpissen. Immer geradeaus. Wir bringen euch raus. Komm schon, Vi. Kein Grund zu trödeln. Ich gehe ja schon, Mann. Dachte ich mir schon. Ach, ihr geht schon? Wie war die Party? Hattet ihr euren Spaß? Ignorier sie. Wir sind gleich draußen. Fertig mit der Angeberei? Gut, dann verschwinde. Nicht stehen bleiben. Los jetzt. Komm mit. Wie ist es gelaufen, Vi? Hab alles. Bin bereit. Du hast beide Netrunner gescannt? Detailliert? Alleine? Ich sag doch, ich hab alles. So, so. Und dann hast du dich entschuldigt und bist verschwunden? Sag mir lieber, wo du warst. Was passiert ist. Wir haben uns Sorgen gemacht. Die Mission lief. Ich wollte sie nicht gefährden. Also habe ich mich zusammengerissen, als ich angehalten wurde. Die haben mich eingesackt, bevor wir uns treffen konnten. Der Rest ist egal. Wie lief's am Tisch? Irgendwelche Probleme? Hansen kam vorbei. Wir haben uns unterhalten. Hat gesagt, wenn Meyer sich nicht zurückhält, erfährt die Welt, dass Songbird hinter der Blackwall war. Er weiß, wie wichtig sie für die Präsidentin ist. Als persönliche Massenvernichtungswaffe. Ja. Wir müssen sie hier rausholen, Reed. Hatte ich befürchtet. Okay, Vi. Alex und ich haben zu tun. Wir müssen die Daten von Songbird analysieren. Dauert ein, zwei Tage. Okay. Ihr meldet euch dann? Ja. Wir denken uns was aus und melden uns, sobald es geht. Oh, und wie? Super Arbeit. Danke dir, Reed. Oh Mann. Dann haben wir richtig viel erfahren. Gucken wir mal, ob das dann funktioniert mit dem nächsten Plan. Ah, Songbird hat uns sogar geschrieben. Wie, alles okay? Du bist ziemlich plötzlich verschwunden. Hoffe, du bist sicher aus dem Sapphire rausgekommen. Nett, dass du fragst, aber bei uns ist alles okay. Wir sind ohne Probleme verschwunden. Das freut mich, hat mir schon Sorgen gemacht. Ich gebe ja zu, als Hansen sich erstmal an mir festgebissen hatte, dachte ich, dass es vorbei ist, aber dann bist du plötzlich aufgetaucht. Wieder du. Am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Das ist garantiert noch nicht vorbei, Vi. Jetzt nicht mehr. Als du verschwunden bist, bin mir immer noch nicht sicher, ob das nicht mit Absicht war. Glaubst du wirklich, dass ich Hansens Gefangene werden wollte? Bitte, wenn ich mir das Leben schwer machen will, dann geht das auch weniger umständlich. Glücklicherweise für uns beide mache ich nie denselben Fehler zweimal. Aber ganz im Ernst, vergiss nicht, dass wir da jetzt zusammen drin hängen. Meld dich, okay? Ja, das machen wir, Songbird. Und zwar dann auch in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.